Mensch, ist das hier eine Nebelküche. Kein Wunder, dass mich Erich nicht weiterbringen wollte. Hier im Blumenmoor kann man echt denken, es könnte hier durch Nebelfrauen spuken. Oder durch Brockengespenster. Oh, hallo Gepardenbärin, schön dich zu sehen. Erich Esel sagte mir schon, dass ich dich hier finden würde. Aber was machst du hier eigentlich im Blumenmoor? Es gibt doch so viel schönere Orte als diesen hier. Hallo Luzi, da hast du ja auch eigentlich recht, aber ich interessiere mich sehr für Brockengespenster. Aber da der Brocken so weit weg ist, erforsche ich sie hier im Moor. Hier tauchen sie manchmal auch auf. Jetzt hältst du mich bestimmt für verrückt, da die Existenz von Gespenstern ja bislang noch nicht bestätigt wurde, richtig? Nein, keine Sorge. Dass es Brockengespenster gibt, weiß ich. Und ich kann dir da auch eine ganze Menge zu erzählen. Wirklich? Das ist ja toll! Ach, und bevor ich es vergesse, nächste Woche hat mein Freund der Gepardenbär Geburtstag. Hast du eine Idee, was man ihm schenken könnte? Ich würde ihm ein Spiel schenken. Ja, das älteste Brettspiel der Welt hat er bestimmt noch nicht. Das älteste Brettspiel der Welt? Nein, das hat er wirklich noch nicht. Was ist das denn? Das erzähle ich dir später. Fangen wir doch erst einmal mit dem Brockengespenst an. Alles klar, gerne. Also, Brockengespenster treten häufig auf dem Brocken auf, daher auch ihr Name. Der Brocken ist ein sagenumwobener Berg in Deutschland im Harz. Der kleine, runde Platz dort ist übrigens der berühmte Blocksberg. Viele glauben ja, der Brocken und der Blocksberg wären ein und dasselbe, aber das ist so nicht ganz richtig, denn der Blocksberg ist nur die sehr kleine Spitze des Brocken. Bekannt wurde der Blocksberg in vielen Geschichten als Hexentanzplatz. Und man muss schon zugeben, dass dieser runde Platz dort auch gut als Hexentanzplatz herhalten könnte. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Brockengespenster wurden zum ersten Mal 1780 schriftlich erwähnt und beschrieben. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um echte Gespenster, sondern um eine optische Erscheinung. Wenn die richtigen Wetterbedingungen herrschen, und die Sonne im Rücken eines Menschen, eines Gegenstandes, einer Pflanze oder eines Tieres steht, wirft sie bei dickem Nebeleinfluss einen oft unheimlichen, riesigen Schatten an die Nebelwand. Der Regenbogen, der auch ein wenig wie ein bunter Heiligenschein aussieht, nennt man Glorie. Die Glorie trifft oft, aber nicht immer bei Brockengespenstern zusätzlich mit auf. Durch Luftbewegungen bewegt sich dann sogar der Schatten, also das Brockengespenst an sich, selbst wenn der Betrachter still steht. Auch der Effekt, das Wesen würde schweben können, geht dadurch hervor. Durch kühle, feuchte Luft, Stille und fehlende Weitsicht, bedingt durch den Nebel, wird der Eindruck der scheinbaren Existenz eines Gespenstes verstärkt. Bevor Brockengespenster richtig erforscht werden konnten, erschraken sich die Menschen sehr oft und dachten, ein Geist, ein Riese oder sogar der Teufel persönlich stände ihnen gegenüber. Da war es auch keine Seltenheit, wenn diese Leute vor Schreck vom Berg in die Tiefe fielen und zu Tode kamen. Auf dem Brocken sind auch oft sogenannte Hallos zu sehen, die fälschlicherweise als Brockengespenster gezählt werden. Doch bei einem Hallo ist es absolut anders.
Auf dem folgenden Bild zeige ich es dir mal ganz kurz. Das hier ist so ein Hallo, aber nicht mit zwei, sondern nur mit einem L geschrieben. Hat also nichts mit der Grußform Hallo zu tun, sondern ist die Abkürzung für eine Halluzination. Je nach Größe und Orientierung von Eiskristallen und Winkeln entstehen mit Hilfe von Licht weiße bis farbige Kreise und Bögen, die wie eine Gestalt aussehen können. Auch der Ausdruck "Hast du Hallos?" kommt daher und steht übersetzt für etwas Gesehenes, was nicht existiert und bedingt dadurch auch eigentlich nicht hätte gesehen werden können. Klingt zwar komisch, ist aber so. Aber nun wieder zurück zu den Brockengespenstern. Brockengespenster können auch mal die Form von Flugzeugen oder Luftschiffen annehmen. Auch skurril, oder? Selbst der berühmte Johann Wolfgang von Goethe hat auf seinen Brockenexpeditionen ein Brockengespenst gesehen. Und zwar sein eigenes. Und sich mächtig erschrocken. Er ist auch übrigens der Namensgeber dieser Erscheinungen. Beobachtet man jedoch mal ein Brockengespenst auf dem Sudelfeldpass, so spricht man dort nicht von einem Brockengespenst, sondern vom sogenannten Sudelfeldmonster. Wir halten also fest, es gibt Brockengespenster wirklich, jedoch sind es keine richtigen Gespenster in dem Sinne, sondern lediglich erklärbare Schattenphänomene. Das war es nun zu deiner Frage. Und zum ältesten Brettspiel der Welt erzähle ich dir gleich etwas zu, wenn ich eine kleine Pause gemacht habe. Alles klar, Luzi. Das war sehr spannend und interessant. Und ich bin gespannt, was du mir gleich noch erzählst.